Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Es geht nochmal um das LED-Band. Nicht wundern, dass es gerade ein bisschen dunkel ist, das ist mit Absicht, weil es ist tagsüber, man kann sie sonst scheiße sehen. Die haben wirklich kräftige Farben, die ich euch vorgestellt habe. Und ich habe jetzt eins provisorisch da oben verlegt. Ich muss gucken, ich werde mal in Selfie. So, also da drüben fängt es an, dann geht es hier über die komplette Wand bis da, und weil ich da noch was über hatte, habe ich es dann auch hier hoch gemacht, hinter der Pflanze hoch, damit die Ecke ohne ein bisschen beleuchtet ist. So, ich werde jetzt das A-Wort sagen, also nicht, also am besten Pause machen und muten, damit da euer Fire TV oder was weiß ich kurz muten könnt. Alexa? Sofa an. So. Alexa. Bild aus. So. Jetzt muss ich euch mal nochmal hier zurück. Ich habe nämlich ein bisschen versucht einzustellen. So. Ihr seht, da ist jetzt nur hinten da das Stück beleuchtet. Das heißt aber nicht, dass es kaputt ist. Das habe ich so gemacht. So. Ich muss die App erst so. Da haben wir die App. Man kann in der App nämlich sagen, wie viele von den LEDs an sein sollen. Ich zeige euch das. Ich gebe jetzt einfach mal 20 ein. Okay. Oder waren es schon 20? Gebe ich mal 30 ein. Okay. Seht ihr, dass das immer so ein Stück vorangeht? So, jetzt gebe ich mal 50 ein. Oh, schon fast fertig. So. Und so kann man sich dann so langsam rantasten. Wir machen jetzt mal 70. 80. So, jetzt wäre es bis da hinten. So. Obwohl ich mehr übrig habe. Die letzten auf der LED-Leiste wären halt nicht beleuchtet. Jetzt können wir aber sagen 90. Bumm. Und dann geht es bis da hoch. Wir können, geht so bis 100. Ne, geht nicht. So, 80. 2. So. Haben wir. Jetzt haben wir das dazu geschalten. Jetzt gehen wir mal auf RGB. Okay. Und ihr seht, da ist komischerweise wieder nur bis da vorne. Also man muss für jede Einstellung das separat machen. So, ich gehe auf RGB und sag okay und sag 90, bumm, und wir sind bis nach hinten oben. Seht ihr das? So, und jetzt gehen wir einfach und suchen uns einen Effekt aus. Diesen Fusionseffekt zum Beispiel. Das sieht so ein bisschen aus, oben an der Decke wie Wasser. So. Also die Effekte sind schon geil, muss man sagen. Und die Farben sind richtig kräftig. Colorfusion. Und dann gehen wir mal auf Farbe 1. Da nehmen wir mal Blau. Mit Grün. Und hier unten nehmen wir Blau. So. Modi. Was haben wir denn noch? Wasser haben wir hier noch. So.
Oder mit den verschiedenen Farben, wie du durch. Das finde ich, also dieses Zusammenspiel aus Türkis und Lila finde ich auch total geil, ehrlich gesagt. Aber wir haben halt noch viel Flow. Was haben wir hier? Sagen wir sowas noch. Oder das. Wie gesagt, bei manchen Effekten geht es nach links lang, bei manchen nach rechts lang. Da sind so viele Effekte drin, da muss man erstmal gucken. So. Nee, Red nicht, Green Tal. So, genau. Und dann haben wir Blue haben wir auch noch. Blue finde ich aber ein bisschen türkis wäre irgendwie cool. So, da. Und dann haben wir dann halt einen bewegten Effekt, dass es dann auch noch schön da hinten hoch geht, die Ecke. Oder One haben wir noch. Na, ziehen wir noch ran. Das sieht. Ich kann euch das echt schlecht beschreiben, aber an der Decke, seht ihr das? Ich hoffe, das kommt im Video so, auch so rüber. Das sieht echt geil aus. Weil auf die, nur durch die Schatten, was an der Decke schon alleine da abgeht. So, dann haben wir noch One Back. Cyan. Cyan. Dann geht es halt in die Richtung. Color One haben wir auch noch. Das sind halt verschiedene Farben. Green, Yellow, Cyan. So, und dann haben wir das noch mit Lila drin. Finde ich auch geil. So. Und was haben wir noch? Yellow pur. So. Und hier. Cyan, 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 Yellow. Cyan, da. Color in. Nee, Cyan, da. Da haben wir dann noch die Grundfarbe Cyan, also Türkis. Und dann halt verschiedene Farben hier. So, Tell haben wir noch. Da waren wir vorhin schon drin. Ich gucke mal nochmal, was wegen Türkis. Grün, grün, grün. Color Red, 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 Red Tail, Red Tail Back. Ist dann in die andere Richtung. So, Türkis. So, da geht Türkis in die Richtung. Und wenn wir es in die andere Richtung haben wollen, können wir es natürlich auch in die andere Richtung machen. Dann geht es halt da lang. So. Und also ist halt alles doppelt drinne, einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Wenn ich jetzt hier mal auf so 24 ist das letzte. So, dann haben wir noch Wetter. Ich gehe jetzt mal gleich nach hinten. So, 17. Das finde, also das CP Waterback, das finde ich eigentlich am geilsten, muss ich sagen. Mit dem Türkis und mit dem Lila. Und jetzt kommen wir mal dazu, jetzt können wir noch die Geschwindigkeit hier auch ändern. Wir können ja schnell machen. Aber schnell ist doof. Wir können nur langsam machen. Und was haben wir hier noch? So. Und wie gesagt, auch da können wir schnell machen. Oder halt langsam. So, haben wir es jetzt mit Türkis.
Quatsch, Mensch, mit Lila. Da haben wir Türkis. Und wir können es ganz schnell machen, dann flackert das so. Oder wir machen es ganz langsam. Das ist das langsamste. Basic. Basic, was haben wir da drin? RGB 46, 47, 47 Fusion. Das ist halt das. Und dann kann man schnell machen. Machen wir mal auf die Hälfte. So, vielleicht könnt ihr das erkennen, dass hier jetzt hier verschiedene Farben dominieren. Und die bunt und dann halt bunt halt durchgeht. Jetzt grün, jetzt seht ihr, dass die grüne Farbe halt immer, die geht von wie so ein Vorhang zu. Jetzt wird es blau. Jetzt lila und dann natürlich rot, seht ihr ja. Also hier kann man leider nicht die einzelnen Segmente einstellen. Das finde ich sehr schade. Weil das ist ja eigentlich dieses GRGB oder wie das heißt. Und wir haben auch noch die Fernbedienung, wo habe ich die hingelegt. Das ist natürlich ein bisschen einfacher zu bedienen als jetzt über die App. Komme ich überhaupt so weit hin? Ach, da ist ja noch das Pinöpelchen drinne. Ah, ihr könnt da die Helligkeit dann machen oder halt die. Nur eine Farbe könnt ihr auch machen über die Fernbedienung, ich direkt. Und man kann es halt nicht über Alexa steuern. Aber ich finde, der Türkis sieht richtig cool aus. Das Blau ist auch ein schönes Blau. Ein schönes Dunkelblau, aber halt nicht. Bei manchen LEDs ist das Blau, das Dunkelblau ist so extrem, dass es schon fast wie Schwarzlicht ist. Ja, und dann haben wir hier noch. Da, Mode. Ja, und noch ein Mode. Das ist Rainbow. Rainbow finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Dann gehen halt großflächig die einzelnen Farben durch. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So. Hier haben wir denn für Musik halt. Test. So, und hier haben wir dann halt so einen Effekt von der Mitte raus. Mit verschiedenen Farben, die man durchklicken kann. Oder auch hier einfach mehrmals hintereinander gedrückt, dann ist der gleiche Effekt mit verschiedenen Farben. Ja. Da müsst ihr euch ein bisschen austoben. So, dies ist dieses kräftige Blau. Ich habe diese Vorstufe, die finde ich ganz gut. Ich möchte euch aber was zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der App sage Musik. So, ich könnte jetzt meine Musik vom Handy abspielen. Ich muss jetzt nur gucken. Junaschrei. Ich habe hier auf dem Handy jetzt nichts von. Und steht still. Was haben wir denn hier noch? Jonaschrei, hör auf der Mutti. Ich mach mal kurz, hör auf der Mutti. Ich mach mal leise. Hör
Bei wie Content-ID. Das ist jetzt Nightwish. So, will die Jungs. So, dann habt ihr das jetzt mal so gesehen. Also ich find das ehrlich gesagt echt geil. Aber wie gesagt, mein Favorit, wir können auch hier Mikrofon machen. Test 1, 2, 3. Buh. Können wir mal küsteln. So. Und jetzt geht man auf Musik. Nee, Mikrofon. Test 1, 2. 1, 2, Test, 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 1, 2, 3. Intern, extern. Test 1, 2, 1, 2. Test, 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 Test. So, hier kann ich auch den Effekt auswählen und den Rhythmus. Test, Test, Test. So, jetzt haben wir intern. So, Zeit. Wir haben auch hier Zeit, dass wir Zeit einstellen können. Licht an durch Alarm. Licht aus durch Alarm. Also kann man anschalten. Dann hat man halt auch einen Alarm, der dann geht. Oder wiederholen, Montag, Dienstag und dann halt welche Zeit und den Alarm kann man auslassen. Das ist halt immer abends um. Das werde ich auch mal testen. Bloß Blöde ist halt, ich muss dran dann denken, dass die Steckdose da an ist. Weil meine Steckdose, über die ich es jetzt gemacht habe, die an der Couch, die ist ja nicht immer an. Die ist ja meistens aus. Man kann das nicht kürzen. Also steht jeweils da. Ich habe auch schon überlegt, um ein Bild zu machen, ein paar Mal rumwickeln. Und dann hätte man dann zum Beispiel, wenn ich das ein paar Mal rumwickeln, also ich komme zweieinhalb Mal rum, und dann kann ich ja sagen, bis wo das sich das wiederholen soll, dass es praktisch eins und die zweite Reihe und die andere die Hälfte nur oder drei Viertel nur ist, das lasse ich aus. Die LEDs kann man ja einschalten, wie weit das gehen soll. Und wenn ich die auslasse, dann geht das halt und dann wieder zurück. Also gibt bestimmt auch einen geilen Effekt. So, aber jetzt erstmal auf Modi. Muss jetzt wieder gucken, wo mein Türkis war. Ich weiß es nicht warum, aber ich stehe total auf Türkis. Bei diesen Lichteffekten. Obwohl das Lila Türkis gefällt mir auch sehr gut. Aber das ist mir zu schnell. Ne? Oh, 3, 38. 28. Ja, 28, sehr schön. Ich glaube, so lasse ich das. Das gefällt mir. Also dieses lila Türkis gefällt mir richtig, richtig gut. Ist mal was anderes. Und dann können wir ja, wie gesagt, die Helligkeit auch noch einschalten. So. Okay. So, das wäre dann halt praktisch das. Und null wäre das. Ja, dann sieht man wirklich nur minimal. Und das ist halt dann 100%. Wenn es euch zu hell ist, könnt ihr auch runterregeln. So, machen wir mal auf 50. Das wäre so in etwa. Sind 50%. Aber wir lassen 100. Und man kann es hier auch halt an- und ausschalten, logischerweise.
Könnt auch halt praktisch dieses Weißlicht. Und dann halt in den gelben Bereich, bis es wirklich richtig gelb ist. So, das wäre dieses. Oder das normale weiße Licht. Und dann geht es hier halt bisschen schwarz zum Abdimmen. So, wir lassen das. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich wollte euch halt jetzt nochmal vorführen, wenn sie größtenteils verlegt ist und dass die halt wirklich einen geilen Lichteffekt macht. Ich finde es auch ganz gut, dass es hinter der Pflanze da hochgeht. Hätte ich noch genug gehabt, hätte ich geguckt, dass ich auf der Seite auch irgendwie hochkriege, aber das ist halt. Ich könnte die auch ausschalten, halt die LEDs, die dann die Pflanze hochgehen. Aber ich finde es so eigentlich ganz cool. Kommt die Ecke ein bisschen. Hat was. Und die Farben sind wirklich kräftig und sind sehr, sehr schöne Farben. Vor allem, wie gesagt, beim Blau, was ich euch gesagt habe, dass es nicht halt dieses Blau ist, was zu übertrieben ist. Dieses Dunkelblaue wurde fast in Blau, Quatsch, in Dings ums Licht übergeht. Womit man halt Falschgeld erkennt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. So. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.